Es sieht so aus wie andere auch, dieses Haus. Harmonisch ist es in die Landschaft eingefügt. Wer aus dem Fenster blickt, schaut einen Garten, sieht Blumen, Büsche und Bäume. Und doch, dieser Ort ist einmalig. Hier wurde eine Idee geboren, ein neuer Geist beschworen. Diese Landschaft in den Alpen hat die Sicht auf die Welt verändert. Plötzlich und für einen Augenblick rückt der Rand in die Mitte. Murnau wird ein Begriff. Fasziniert vom malerischen Reiz dieses Fleckens hat sich Gabriele Münter hier die Landschaft mit Hütte 1908 in Murnau niedergelassen, von Wassili Kandinsky, dem Lehrer und Geliebten, begleitet, von den Freunden Werefkin und Jawlensky auch. Hier beginnt sie, und das ist neu in der Kunstgeschichte, die Form kompromisslos zu reduzieren. Sie gibt die Perspektive zugunsten der Fläche auf, die Farbe dominiert den Raum. Gabriele Münters kühne Malerei, hier das Bildnis der Marianne von Werefkin, ist ein scheinbar absichts- und auch müheloses Fassen ihrer Wirklichkeit. Ihr Werk ist spontan, emotional, deswegen wohl berührt es so sehr. Den stürmischen Aufbruch in die Moderne, hier das Bild Wind, hat Münter nicht nur mitgemacht, sie hat ihn auch beeinflusst. Der Farben und der magischen Schlichtheit der Kompositionen wegen ist sie der Künstlergruppe Blauer Reiter durchaus Vorbild gewesen. Nur sie selbst hat daran nicht geglaubt, hat sich, wie sie sagte, als unnütze Beigabe zu Kandinsky gesehen. Sie war 24, als sie 1901 nach München kam, und sie hatte Talent. Wassili Kandinsky, ihr Lehrer, hat das erkannt, gefördert und auch geliebt. Der Mentor wird ihr Gefährte, er war ihr, wie sie notiert hat, ein heiliger Mensch. Unter seinem Einfluss löst sie sich vom Spätimpressionismus, ihre Malerei wird freier. Die Promenade an der Seine, 1904 entstanden, deutet schon Zukunft an, frühe Zeit der Reife. 1917 kommt es zum Bruch, er lebt in Moskau und sie in Stockholm. Das gesamte Oeuvre aus dieser Zeit war in Deutschland noch nie zu sehen. Es offenbart eine andere Münter, vorbei die Kraft von einst, die Farben sind blässlich und zart, über allem liegt ein Hauch von Wehmut, das Bild, es ist ein Spiegel ihrer selbst. Krank nennt sie dieses Werk 1917. Viel später erst kehrt sie wieder, nimmt in Murnau die Spur der frühen Jahre auf, allein sie kann sie nicht mehr finden. Wie soll sie auch? Der Blaue Reiter ist Geschichte, Murnau und das Russenhaus sind, was sie meistens waren. Ein Kleinod, ein Idyll, eine Schönheit in bayerischer Provinz.